Mein Name ist Rosemarie Strehler, bin 80 Jahre alt und bin beim 1. FC Schwand seit 46 Jahren und mache jetzt Damengymnastik. Ich war in Lindenberg im Allgäu auch 6 Jahre noch dazu. Und dazugekommen bin ich eigentlich, weil mich irgendwelche angesprochen haben, du kannst turnen, machst du das. Ich war im Kinderturnen tätig, habe erst die Buben gemacht, da konnte ich meine 2 Söhne mitnehmen. Und dann hat mich die Ernestine Grimm angesprochen, dass ich die Abteilungsleitung übernehme für 2 Jahre. Und dann sind es 23 Jahre geworden und noch 7 Jahre Stellvertreterin dazu auch noch. Und dann bin ich nach und nach in die Aufgaben hineingewachsen. Mir hat es immer viel Freude gemacht, mit Menschen zu arbeiten, vor allem erstens mit den Kindern, sie zum Turnen zu bringen, zu bewegen. Und Wirbelsäulengymnastik, wie das aufkam, Präventionsgymnastik, 25 Jahre, den Menschen zu zeigen, wenn man sich bewegt, dann kann man sich auch gesund erhalten. Ich habe mich besonders gefreut für mein langjähriges ehrenamtliches Amt. Habe ich von der Gemeinde Schwanstetten die Bürgermedaille überreicht bekommen, die also sehr selten überreicht wird. Und das war für mich natürlich was ganz Besonderes. Also mir hat es immer Spaß gemacht. Für mich war das Ehrenamt eigentlich was ganz Selbstverständliches. Ich wollte für andere etwas tun. Für mich macht es bis heute Spaß, für andere da zu sein. Egal, wie langsam du vorankommst, du überholst jeden, der gar nichts tut. Und das ist das, was eigentlich für die Älteren vor allem Antrieb geben soll. Einfach was zu tun und sich gelenkig zu halten, und dann werden wir alle miteinander alt.